Hallo, meine Lieben, da sind wir wieder. Es geht weiter und Pegasus hat das Spiel noch nicht wirklich gestartet. Bin dabei. Punikon, nicht Pegasus, das bin ja ich. Ja, von mir aus können wir auch in der dritten Person reden. Das ist nicht schlimm. Muss ich überlegen, wo waren wir Wir überhaupt? waren da, ja. Aber ich weiß nicht mehr, was wir machen müssen Ja, wir sollen. hatten jetzt eine ganz ziemlich lange Aufnahmepause dazwischen. Was ist Ach ja, das? das waren ja diese komischen Dinger da. Was ist das? Weiß ich nicht, kann ich hell sehen oder was? Ja, ich dachte, du hättest vielleicht schon damit irgendwie irgendwas gemacht. Nein, du hast weitergespielt. Ah, cool, guck mal. Ach so, die machen. Die machen das, okay. Cool. Ah, da ist das, okay. Toll. Ja, da haben wir So. aufgehört. Ja, nein, ich habe nach diesen Wegen da gesucht gehabt. Achso, jetzt muss ich natürlich erst wieder hoch. Ach, Kackmist. Ja, kann man so nennen, ja. Okay. Ja, ich habe immer noch keine so richtig Ahnung, was ich jetzt alles machen muss. Du musstest nach Dieser diesen Stein Steinen da. Oh. beherbergt den sanftesten und feuchtesten der vier Winde, den Ach Gott, Zephyr. das ist ein Stein. Siehst du den Ja, Steinfuchs? da steht immer da an, wo Seine der Kreis Umrisse dran sind ist. kaum noch zu Oh, dieser erkennen. Kreis da. Aber ein Teil seiner Spiegelung ist immer noch im Wasser sichtbar. Es muss einen Weg geben, diese Illusion zu zerstören. Irgendwie so. Ah, ich habe noch keine Ahnung. Ja, das glaube ich auch. Nee, das muss nach oben. Nach oben. Das war Im jetzt gerade Wasser. nach. Das war jetzt gerade nach. Ja, das muss dann aber noch ein Stück höher. Dass der Kreis und die Spiegelung mit dem, dass das abschließt, bestimmt. Das geht nicht weiter, guck. Ja, da. Soll ich dann einfach mal weitergehen? Ich hasse das, dass er nicht aus dem Wasser springen kann. Alles okay? Ja, okay, das ist doof. Ah, jetzt. Ah, okay. Siehste? Ich wollte gerade sagen, das war gerade komisch. Jetzt aber. Jetzt hört man mich auch wieder. Ja. Gut. Ja. Jetzt hört man mich wieder. Ich hab echt keinen Plan. Ja, das war. Verdammt. Okay. Ich gehe einfach mal weiter. Oh, da ist nichts mehr. Nein, da ist nichts mehr. Okay, dann muss ich irgendwie gucken.
eigentlich voll unlogisch. Eigentlich müsste das Wasser da gefrieren. Das, was läuft, das, was da... guck mal, ob der Sommer oder... Im Herbst machst du doch noch mehr Wasser, ne? Nee, das war Frühling. Ja, aber den hatte ich ja schon ausprobiert. Als du gesagt hast, mach das mal höher. Achso, dann machst du den. Ich gehe mal zurück, weil... Da waren... Auch... Ich will aber da hoch, eigentlich. Ja, guck, weil das ist gefroren, das Wasser. Ja. Ja, dann muss ich das Wasser hochmachen. Weil ich bin irgendwie so ein bisschen verwirrt, weil ich die ganzen Wege und so nicht mehr so kenne. Einfach mal so ein bisschen ausprobieren hier. Ach nee, cool. Voll der Profi, ey. Ja, sieht man. Hast du immer noch nicht irgendwie gefunden. Boah, du hast auch nicht gefunden. Ich hab so was. Dann gib nicht so an. Voller Profi. Gib nicht an. Nee, da kannst du nicht. Ich muss so... Da. Tada, das meinte ich nämlich. Den habe ich nämlich nicht gefunden gehabt. Oh. Hast du mir wirklich nichts zu sagen? Nein, wieso? Was habe ich nun schon wieder angestellt? Wie erklärst du dir, dass sich ein Hirsch in den Schacht hinein verirrt hat? Und wie hat's ein Lachs geschafft, ganz allein eine Kiefer hinaufzuklettern? Und was macht diese Qualle im Wasser? Hat es was mit der Evolution der Arten zu tun? Tja, das wird es wohl sein. Okay, ich wollte nur ein wenig Spaß haben. Das ist alles. Wie oft muss ich es dir denn noch sagen? So springt man nicht mit Tieren um. Man zwingt sie nicht zu irgendwelchen Kunststückchen. Aber mir war langweilig. In diesem Wald kann man nicht viel mehr tun, als zu warten. Nein, nicht warten sollst du. Du sollst beobachten, zuhören und dazulernen. Ich weiß, aber das ist so schwierig. Es tut mir leid. Ich will keine Entschuldigungen von dir hören. Ich will einfach nur, dass du die Bedeutung eines Lebens erkennst. Man übernimmt ein Tier nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Wenn es sich in Gefahr befindet oder das Heiligtum es braucht, zum Beispiel. Während ich darauf warte, dass du das begreifst, schrecke ich die Tiere davon ab, sich unserem Wald zu nähern. Interessant. Ja, das war interessant. War wohl so eine Erinnerung. So von früher. Bestimmt von der Knospe, die da unten hängt wurde. Toll, und wo ist das denn wieder, bitte? Oh, die tun überall irgendwelche Sachen hinmachen. Ich habe keinen Plan, wo die
alle sind. Ja, musst du suchen. Das ist ja der Sinn der Sache. Oh, dann werden wir so weit laufen. Brunnen. Denkst du, das ist dort irgendwo oder noch im Wald? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo das ist. Das sah aber schwer danach aus, als wenn das am Anfang vom Kreis war. Am Anfang? Ja, wo der Fuchs, wo wir den Fuchs übernommen haben. In diesem Bereich. Okay. Also sah mal so aus. Ja. Dann laufe ich halt ein bisschen. Auch der Meinung, es sei hier irgendwo. Also halt in der Höhle dort. In der Höhle weiß ich nicht mehr, ob da irgendwas gewesen ist. Kann natürlich gut sein. Pilze sind schon lustig. Hm. Weil da ist das mit den Hirschen. Ich glaube, das ist aber schon zu weit dann, oder? Weil das war ja noch ein Blauer. I don't know. Dann würde ich sagen, gehe ich wieder da lang. Probier es aus. Die sind irgendwie voll süß. Aber das mit dem Verbinden und so, das dauert mir zu lang. Das könnten die ruhig immer schneller. Ja, es wäre sinnvoll, wenn es einmal Steine runter sind, nach runter bleiben. Ja. Fertig. Oder das. Warum wackelt das immer noch? Okay. Wieso fliegen die mir jetzt auf einmal hinterher? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Warum fliegen dir die Glühwürmchen hinterher? Aber jetzt nicht mehr. Lol. Wenn du irgendwie sowas siehst, dann ruf, ne? Weil kann auch sein, dass ich jetzt gerade einfach so mal dran vorbeilaufe. Nee. Ich habe auch nichts gesehen. Ich weiß, dass ich die schon irgendwo gesehen habe, aber ich weiß nicht mehr wo. Weil da hinten ist hier nichts mehr, oder? Jo. Guck, das ist nichts. Na, guck mal, ob du vielleicht oben lang musst. Da sind noch so zwei von diesen Dingern, ne? Ja. Wo du... Dann mach da mal Wasser rein. Ja, da muss ich aber da drauf. Ja. Das heißt, ich muss doch mal wieder abfliegen.
ich komme da nicht lang. Doch, du kommst da lang, weil du musst da oben bei dem anderen richtig draufspringen in das Loch. Ja, das habe ich vorhin ja auch schon ausprobiert, aber es ging ja nicht. Ja, da bist du ja auch daneben gesprungen. Bin ich? Nee. Doch. Komm. Entweder Wasser aufsaugen oder Wasser reinmachen. Wasser reinmachen würde ich sagen. Nee, da muss ich aufsaugen. Da kommt es nicht hoch. Dann vielleicht noch das, das da. Das ist, glaube ich, noch voll gesaugt, oder? Oder? Aber da komme ich nicht hoch. Das ist so ein Weg. Weißt du, der ist nämlich auch noch nicht aufgesaugt. Die muss in der richtigen Reihenfolge aufsaugen. Wahrscheinlich, ja. Ich würde nur sagen, eigentlich erst den, an dem ich am nächsten Mal. Weil ich meine zwar immer noch eigentlich in die andere Richtung, aber... Die andere Richtung? Ja, dass du den Teich voll machen musst eigentlich. Voll? Ja, ich glaube schon. Aber probier es mal so. Weil der Kreis soll ja ein Muster ergeben, dieser Kringel. Und umso mehr Wasser du ablässt, umso niedriger geht das Wasser. Ja, ich also dachte, ich muss das die Illusion da zerstören. Das bedeutet für mich so, dass das nicht mehr zu sehen wird. Ja, könnte auch sein. Probier es erstmal aus. Ah, da guck mal, da unten ist noch was. Oha, was ist das denn? Ah, da oben drauf. Muss ich nochmal oder jetzt alles voll? Ne, du musst jetzt alles leer machen. Wie ich gesagt habe, du musst das Wasser hoch machen. Okay. Und jetzt dadurch kannst du aber jetzt oben auf das ganz, okay. Auf das ganz große. So, jetzt muss ich gucken. Kommst du mich jetzt auf den ganz langen da? Kommst du mich jetzt drauf? Da kamst du ja die ganze Zeit nicht drauf. Okay, geh ich jetzt hin. Auf die anderen noch die ganze Zeit hier. Die gute Frage, wie komme ich jetzt ganz da hoch? Komm ich da hoch? Wie habe ich das dann gemacht? Ja. Hast du das Wasser hochgelassen? Ja, ich habe das Wasser hochgelassen. Ich habe nur keinen Plan. Ich jetzt auf die erste Zeit meiner Kamera soll.
paar Spuren mitnehmen? Ja, normalerweise müsstest du jetzt den auf der anderen Seite, den... Ja, pass auf. Aber das Wasser ist einfach noch viel zu niedrig. Ist noch zu niedrig, ja. Was ein bisschen komisch ist. Dann probier mal, ob du von da nach da nach da irgendwie kommst. Da ist das Ding. Füll ganz nach oben. Ja, dann probier erstmal ganz oben und dann den anderen zum Schluss. Dann muss das eigentlich reichen. Dann, zack, dann machst du den jetzt leer. Genau, und dann ist es nämlich schon so weit hoch. Ja, dann kann ich auch den anderen machen. Genau, und dann kannst du den anderen machen. Und dann müsste der Wasserspiegel eigentlich ausreichen. Ja. Den Kreis zu verbinden, siehst du? Ich habe mir das schon gedacht, dass okay. Das so gemacht werden muss. Ich habe gedacht, dass ich das Wasser komplett wegmachen muss, irgendwie. Ja, war ja schon richtig. Damit du unten an den einen Stein dran kommst. Ich erinnere mich an die Knospe. An das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Ich erinnere mich an ihr Herz. Es war von Angst und Zweifeln überschattet. Pass gut auf dich auf, Fuchs. Jetzt muss ich das nächste Ding kaputt machen. Ja, ich glaube schon. Ja. Du! Bis du halt alle vier kaputt hast. Du warst es, der einen meiner Schätze zerstört hat! Ich habe dich gesehen. Aber was ist denn in dich gefahren? Ich warne dich. Ich behalte die drei anderen gut im Auge. Versuche nicht, dich ihnen zu nähern. Das ist aber eine seltsame Art und Weise, sich zu bedanken. Wenn ich dich nicht mit einer Knospe verwechselt hätte, hättest du die Außenwelt niemals zu sehen bekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Nur dank mir kannst du die Macht der Jahreszeit nutzen. Wird schon richtig sein. Soll ich was mit der machen? Keine Ahnung. Soll ich es machen? Wahrscheinlich wäre ich sonst nicht geschüttelt. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, diese Gestalt anzunehmen. Aber du bist echt erbärmlich. Dankeschön. Du hättest dich nicht an diesen Fuchs binden sollen. Früher oder später hätte er dich verraten und verlassen. Ich muss ja da irgendwie hoch. Ich kann auf die Dinger drauf. Du tätest gut daran, hier zu verschwinden, bevor ich meine Kräfte wieder erlange. Du hast gesehen, was ich mit dem Wald gemacht habe. Rate mal, was ich mit dir anstellen würde. Gehe jetzt! Zweimal sage ich es dir nicht! Noch einen weiteren Schritt und du wirst es bereuen! Ich habe dich gewarnt! Komm nicht näher! Nein! Ich habe dir gesagt, dass du das nicht anfassen sollst!
frage mich, wie die aussieht. Das gehört mir! Ich auch. Knospe, bist du es, die ich da höre? Warum versteckst du dich? Was? Du Verräter! Wie konntest du die Hüter nur ohne mein Einverständnis wecken? Knospe, antworte mir. Mit dir rede ich nicht mehr. Leg dich doch in deiner Höhle schlafen. Lass mich jetzt in Frieden! Aber was ist denn mit ihr los? Das ist nicht ihr normaler Zustand. Ihre Stimme klingt seltsam. Du musst dringend dorthin zurückkehren, wo sie sich versteckt. Das heißt jetzt... Noch zwei. Das jetzt bitte? Was auch immer du getan hast, Fuchs, anscheinend hast du einen Weg zu unseren heiligen Altären gefunden. Aus diesen Altären beziehen die Hüter der Jahreszeiten ihre Macht. Das Erscheinen der Altäre kann nur eins bedeuten. Das Heiligtum bereitet sich auf ein neues Ritual der Jahreszeiten vor. Wie kann das sein? Ein Ritual der Jahreszeiten, während ich schlummere? Ohne Knospe und ohne Hüter? Das ist doch nicht möglich. Aber ich glaube, ich beginne zu verstehen. Hör zu, Fuchs, ich kann dir im Moment nicht alles erklären. Du siehst, in welchem Zustand sich unser Wald befindet. Deine Hilfe ist sehr wichtig für uns. Wo geh ich hin? Am besten da, wo der Stein runtergekommen ist, würde ich sagen, oder? Ja. Der war in die Richtung. Ich würde auch sagen, so Höhle sah das außen. Wisst ihr, das ist das, ja, wo ich stimmt. gesagt habe. Wisst ihr? Stimmt. Sicher mal. Es war unten. Ja, es war unten. Ja, es muss irgendwo in der Höhle unten. Hm. Ich bin so gut. Das ist aber auch total verwirrend mit den ganzen Jahreswechseleien jedes Mal. Ja, es ist auch ziemlich verwirrend mit den ganzen Gängen, die man hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Stein da runtergekommen ist. Ja, keine Ahnung, aber es war, sah sehr nach Brunnen aus, also hier. Tunnel, ja. Autsch. Aber ich wüsste gern wo. Ich weiter runter.
Ja, guck mal. Weil irgendwo muss es ja sein. Ja. Nur die Frage ist, so genau. Ja. Komm mit. Soll ich mal eine andere Jahreszeit machen? Oder? Keine Ahnung, bell das mal an. Das hat jetzt angefangen zu leuchten, wieder rumgebellt. Vielleicht muss ich die alle aktivieren irgendwie. Das Spiel ist so cool. Hoch. Ich würde gern mehr sehen. Ja, das machen die Kristalle ja, dass du was siehst. Ich will noch ein bisschen mehr sehen, außer das da reicht. Was sind die jetzt wieder? Kann ich Jahreszeit wechseln? Denkst du, das hilft? Weiß ich nicht, probier's aus. Oh, hast du es gehört? Nein. Ja. Ah, ja, stimmt. Da siehst du was? Du musst jetzt irgendwo. Hier hin. Da. Okay. Schöner Zufall. Aber wo jetzt? Ah. Das sehe ich nicht so. Hobbysball? Ja, keine Ahnung. Das scheint aber schon richtig zu sein. Macht den Tunnel nur noch dunkler. Dunkler, ja, ja. Mhm. Für mich war jetzt das beste Eis. Ich denke mal, dass die Kristalle einfach nur dafür da sind, damit du weißt, wo du langlaufen musst. Und halt was siehst im, da im Dunkeln. Ja, kann bitte. Was ist das denn? Weil du sollst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, den Urhüter da irgendwie finden. Thank you.